Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde, zu The Fall of the Dungeon Guardians. Falsche Taste. So. Ja, bevor wir weitermachen, es wird euch wahrscheinlich aufgefallen sein, dass sich ein bisschen was geändert hat jetzt. Nämlich zum einen, dass die Folgen nur noch 15 Minuten gehen. Nicht mehr die 20 wie bisher. Und die, die das Let's Play schon seit Anfang verfolgen, werden gemerkt haben, dass es jetzt unter der Woche kommt. Nicht mehr am Wochenende, also am Sonntag. Weil ich gerade ein bisschen Zeit habe für die Wochen-Let's Plays, habe ich beschlossen, Fall of the Dungeon Guardians zu einem Standardprojekt zu machen. Erstens, damit wir es schneller durchkriegen, weil wir ja eh schon langsam vor Ende sind. Also wir sind jetzt auf Level 18 und es gibt nur noch, geht nur bis Level 20, das weiß ich. Dank den Steam Achievements. Entschuldigung. Ja, das heißt, wir haben jetzt dieses Level 18 noch vor uns, 19 und 20, sind dann fertig. Das heißt, ich kann das Fall of the Dungeon Guardians als normales Projekt erstmal laufen lassen und am Sonntag was, also für Sonntag was anderes vorbereiten. Ja. Und dann sehen wir weiter, wie es weitergeht. Also, hüpfen wir in den Teleporter und schauen, was sich dahinter verbirgt. Außer Vibrants. Also ja, die Seite haben wir schon erkundet, weil das ist der Teleporter von gerade eben. Wenn wir durchgucken. Und da unten waren wir auch bereits. Hier sind nämlich die beiden Türen, die wir nur von der anderen Seite aus öffnen können. Ah, zu viel Geweihwürze, das mag ich nicht. Deswegen jumpen wir runter. Gucken, ob wir den von hier unten aus abfangen können. Oh, der ist über uns. Das könnte wehtun. Vor allem, das ist etwas, was wir nicht unterbrechen können. Außer vielleicht, wenn wir ihn betäuben können. Also hiermit betäuben. Ja, weil das tut furchtbar weh. Deswegen legen wir ein bisschen hinten nach und hauen doch mal Fähigkeiten raus. So. Er ist tot. Also unsere Cooldowns raus. Der Raum sieht nicht gerade einladend aus. Ich gehe wieder. Danke, Chit. Da ist er. Unser kleiner Freund. Mit dem sind wir jetzt aber gut geheilt. Können ihn betäuben und alles. Wobei, warum mache ich es nicht so? Das Bluten zieht ja genug Aggro. Auch dass ich ihn so töten kann. Wow. Aber die Feuerflut trifft zwei Felder, das ist nicht so toll.
Tu mir einfach einen Gefallen und stirb. Auch nichts, was wir unbedingt gebrauchen könnten. Da will ich nicht rein. Der Teleporter führt nach oben. Da will ich aber erstmal noch nicht hin. Oh. Ein großer kritischer Treffertrank. Schön. Hi. So will ich das. Wie hast du jetzt so schnell meinen Paladin gekillt? Habe ich nicht gemerkt, dass sie so angeschlagen war, oder? Keine Ahnung. Schön den Tank angreifen. Zurücklaufen. Und sterben, danke. So, heilen wir sie mal ein bisschen. So, das war die Türe. Ja, das ist unser Teleporter gewesen. Und hier wäre halt noch eine Türe, wahrscheinlich in den letzten Bereich. Okay. Und ja, hier unten ist das Skelett, was ich vorhin gemeint habe. Gut, da höre ich noch mehr Flügel schlagen. Also wenn ich mich gerade orientieren sollte, ist das hier der nächste Bereich. Und das hier ist unser Teleporter, ja. Das heißt, ich muss jetzt herausfinden, wo die Teleportplattform ist. Ah, hier ganz oben. Das heißt, der Schalter ist irgendwo da unten. Oh. Ich habe vergessen, nämlich nach dem Schalter zu gucken, wo ich unten war. Ich höre dich rumflattern, aber ich sehe dich nicht rumflattern. Da stolper ich auch gleich in den Schalter rein. Sehr gut. Oh, Heiltrank habe ich übersehen. Habe ich übersehen, weil ich in der Ecke nicht war. Gut. Oh, jetzt bin ich wieder hier. Im Zentralraum. Hi, Drachenkäfer. Würde nicht sagen, dass ich euch vermisst habe, aber ihr seid mir lieber als die Wyverns.
Ihr könnt nämlich wenigstens nicht fliegen. Das finde ich sehr gut. Feueratem unterbrechen wir mal und lenken ihn ab. Sicher ist sicher. So. Plus 6 Rüstung ist nicht viel, aber ist etwas. Hi. Ich glaube, ich sehe von hier aus den Boss. Kann sie nur nicht anwählen. Okay, wenn ich jetzt wüsste, dass du der einzige Wyvern bist. Scheinst der einzige zu sein. Okay. Da will er fetzen. Ruhig machen. Der ist immer noch besser als die Feuerflut. Weil die Feuerflut ist nervig. So, in der Reihenfolge und in der Reihenfolge, bitte. Gut, er ist tot, bevor er die nächste Feuerflut bremst. Ich höre was, auf jeden Fall. Gucken wir uns noch hier unten erstmal um. Ja, hier ist das zweite Tor. Jo. Heilung wäre nicht schlecht. Okay, dafür bin ich nicht schnell genug gerade. Oh, wir haben so viele von den Heiltränken jetzt. Die sind recht leicht. Die Hose brauchen wir auf jeden Fall nicht mehr. Bei den Stiefeln bin ich mir nicht sicher, wie viel wiegt die hier. Oh, das sind Nagas. Okay. Oh, ein Gegenstand. Armschienen. Hm. Die sind am ehesten was für Serekal. Ja.